Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Ja, es ist Montag, bei uns geht die Schule wieder los. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier geht es jetzt wieder von vorne los und eigentlich sind die Zeichen ja eher auf Stillstand gestellt im ganzen Land. Es wäre eigentlich ganz nett, wenn wir noch 2 Wochen extra Ferien bekämen, muss ich mal ehrlich sagen, zumal hier auch alles zugeschneit ist. Das wird höchstwahrscheinlich auch die nächsten Wochen so bleiben. Das war ja sehr erfolgreich gerade. Es wird die nächsten Wochen wahrscheinlich so bleiben, die nächsten 2 Wochen. Also bereite dich gut vor. Na, es kann sein, dass hier noch ein längerer Stillstand im Feld ist. Also gucken wir mal. Wir haben hier zum einen die 8 der Kelche. Dann haben wir den Stern. Das hier ist das Wandering Star Tarot. Und dann die 3 Stäbe, 4 Stäbe, so, sehr schön. Das sieht doch richtig gut aus. Und die 4 der Münzen, na sowas. Also, wir haben heute mal ein richtig schönes Blatt, würde ich sagen. Heute am Montag geht es darum, hier vor allen Dingen die eigene Stabilität zu finden, indem man wieder nach vorne schaut. Hier geht es viel um Veränderung. Mit den 8 der Kelchen geht es im Großen und Ganzen darum, einen emotionalen Wandel mitzutragen, aber auch auf vielerlei Arten und Weisen intelligent zu handeln. So ein Oktopus hat 9 Gehirne, für jedes Bein 1 und für diesen Körper dann noch den Rest, noch ein Gehirn. Hier geht es darum, unabhängig von verschiedenen Themen in deinem Leben längerfristige Ziele zu machen, größere Pläne zu haben. Wir haben hier auf der Unterseite des Decks auch noch die 8 Stäbe. Hier kommt höchstwahrscheinlich aus der geistigen Welt eine Botschaft rein, die dich wieder positiv nach vorne schauen lässt, wo du dann ins Handeln kommst, wo du Bock hast auf Abenteuer, wo du wieder frisch ins Leben reingehst, wo du auch echt Bock hast, etwas aufzubauen, Verbundenheit zu fühlen und Stabilität zu erschaffen. Also diese beiden 4er-Karten hier stehen für extrem viel Stabilität. Aber wir haben hier 2 verschiedene Kräfte. Einmal das Feuer mit den 4 der Stäben und dann einmal das Geerdete, das sehr langsame Feste mit den Münzen. Also du wirst Feuer und Flamme sein, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, hier stabile Rahmenbedingungen zu setzen. Mit den 3 der Stäben in der Mitte der Legung geht es heute vor allen Dingen darum, den Blick wieder positiv nach vorne zu richten. In eine gute Zukunft, auch mit dem Stern repräsentiert hier. Es geht darum, Wunder zu erwarten, Energien aufzunehmen, nach vorne zu schauen. Wirklich, wir haben hier den Stern, da den Hingucker, da den Stern, da den Stern. Da. Also eigentlich ist überall der Stern mit dabei. Es geht um Wunscherfüllung, Zielsetzung. Wohin setzt du deine Segel sozusagen? Eventuell möchtest du dich auch von jemandem beraten lassen, hier mit den 4 Stäben, kann auch sein, dass diese guten Nachrichten, die reinkommen wollen oder diese Bewegung, die stattfinden wird, durch einen anderen Menschen angestoßen wird. Es geht jetzt vor allen Dingen darum, auf das eigene innere Licht zu hören, ja, auf dieses leitende innere Licht. Ich nenne es auch mal gern den Nordstern. Wenn du dich zum Nordstern hin ausrichtest, zu etwas, das für dich Hoffnung repräsentiert, ja, was dir die Freiheit gibt, zu träumen, nach vorne zu gehen, Energien aufzunehmen und weiterzuleiten, dann ist das hier manchmal auch wert, Ersparnisse anzubrechen oder anzulegen, ja, je nachdem, an welcher Phase du da stehst. Wenn du etwas möchtest, wenn du eine Grundlage für etwas schaffen möchtest, ist es vielleicht jetzt an der Zeit, hier verbindliche Schritte einzuleiten. Also, dass die 8-Stäbe-Karte unten drunter ist, finde ich besonders positiv heute, denn es geht genau bei den 8 Stäben darum, auf die Botschaften der geistigen Welt zu hören und dem nachzugehen, was dir gut tut. Die Tagesenergiezahl ist heute die 333. Eine himmlische Überraschung ist auf dem Weg zu dir und diese himmlische Überraschung kann hier durch emotionale Veränderungen höchstwahrscheinlich auch noch viel besser aufgenommen werden. Also wenn du in den letzten Tagen und Wochen diesen emotionalen Hausputz mitgemacht hast, ja, und deine Intentionen gesetzt hast, zum Beispiel in den Rauhnächten oder zu Silvester, dann ist es jetzt an der Zeit, hier einen Weg zu finden, das zu integrieren und höchstwahrscheinlich wird er dir sogar angeboten werden. Wir gucken mal in das Seelenforscher-Orakel rein.
was wir hier heute mitbekommen. Was darf ich dir noch mitgeben? So zwei, nein, eine dritte hätte ich gerne. Oder vier. Na gut, wir nehmen es, wie es kommt. Erste Karte, Schiffbruch. Du bist von deinem Kurs abgekommen, emotional zumindest. Ja, vielleicht bist du emotional irgendwo hängen geblieben und jetzt musst du dich da wieder abpflücken. Ja, einer dieser acht Arme wird dich da wieder runterholen. Besinne dich mit deinem Stern, mit deinem Ziel, mit deiner Hoffnung auf das einfache Leben. Ja, was ist für dich ein gutes Leben? Was brauchst du wirklich, was brauchst du nicht? Drei Stäbe, du guckst nach vorne, weil es gibt einen Ausblick, einen Ausweg, eine Lösung für dein Problem. Dann haben wir hier unterhalb der vier Stäbe, erlaube dir, dich selbst in deinem Körper zu spüren, also auch hier in Verbundenheit mit anderen, die Freiheit dir zu nehmen, einen kreativen Zugang zu deinem Körper zu finden, ja, zu deinen wahren Gefühlen, auch das mal anzunehmen, was fühle ich wirklich, wie geht es mir wirklich, was brauche ich wirklich, ja, immer sich zurückzubesinnen auf das, was man wirklich möchte. Und unterhalb der vier Münzen haben wir die Atempause. Es gibt dafür aber gar nicht so viel zu tun, weil dieses Geschenk kommt durch das Universum rein. Es kommt rein, was reinkommen soll. Es kann klein oder groß sein. Du wirst es selber merken. Hier wird etwas Neues entstehen, das bindend ist, aber gleichzeitig Freiheiten lässt. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist so, als würde es eine Art Schutzblase für dein Projekt geben. Vielleicht kann man das so am besten formulieren. In der Mitte ist dein Projekt und drumherum legt sich sowas wie ein schillernder, so ein perlmuttartiger Glanz. Ja, das ist das Bild, was ich vor Augen habe. Du bist da beschützt mit deinem Projekt. Dann gibt es diese Perlmutt-Kuppel, dieses Perlmutt-Firmament. Und darunter können Dinge geschehen, die positiv sind. So, jetzt gehen wir mal rein in das Orakel der Göttinnen. Eine Karte hätte ich da für dich gerne noch. Was darf ich dir sagen? Die Stille. Erschaffe dir eine Zeit der Stille, um zu ruhen, zu meditieren und in dich zu gehen. Ja. Das kannst du dann ja in deinem geschützten Rahmen, in deiner Kuppel da gerne machen. Nehmen wir noch eine Karte aus dem Engel-Orakel für jeden Tag. Huch, das ging mal schnell. Na gut. Sei ehrlich mit dir selbst. Schaue in dein Herz und du wirst die Wahrheit dieser Situation erkennen. Du kannst dir ohne Sorgen um deine Sicherheit die Wahrheit eingestehen. Denn wir werden dir helfen und dich durch alle erforderlichen Veränderungen führen. Verlasse dich auf uns bezüglich des Mutes und der Kraft, die du brauchst, um gut auf dich zu achten. Fokussiere dich ausschließlich auf deine wahren Wünsche und sie werden auf Engelsschwingen zu dir eilen. Wahre Wünsche, Engelsschwingen, alles dabei. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, dass wirklich viele positive Dinge passieren mögen. Und dass du da ganz viel für dich heute rausschöpfen kannst aus diesen Situationen, in denen du vielleicht vorher dich gefangen fühltest. Jetzt bist du beschützt. Wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare, Abos und Spenden. Wer mag, darf natürlich gerne morgen früh wiederkommen. Und dann sehen wir uns einfach dann nochmal. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.